Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Karmesin. Ihr wisst, es ist Zeit für den besten Soundtrack im Spiel. Ich habe meine Stimme etwas leiser gemacht, aber ich merke gerade, dass es viel zu leise ist. Obwohl, also ich habe die ganz normale Lautstärke. Aber es kann nicht laut genug sein, dieser Song. In der letzten Folge haben wir hier Zone 0 betreten. Und wir müssen jetzt vier Schlüssel, glaube ich, finden. Da gibt es vier so Stationen. Einen habe ich schon gesehen. Boah. Und währenddessen erkunden wir das hier. Also wirklich Wahnsinn. Ich war so begeistert von diesem Soundtrack. Ich habe mir den privat runtergeladen und auch nochmal angehört. Gestern Abend, heute. Ich krieg da. Also, ich habe jetzt auch schon wieder Gänsehaut. Da kann man sich nicht gegen wehren. Wahnsinn. Ich habe natürlich auch die Rezension, beziehungsweise die Reaktion von der anderen angeschaut. Und wie ich es mir gedacht habe, der Song ist sehr beliebt, ging viral, beziehungsweise die Kommentare. Da haben Leute auch geschrieben, dass sie einfach weinen mussten während dieser Zone. Und halt, die Musik wurde hochgelobt. Das heißt, ich bin nicht der Einzige, der das hier absolut einzigartig findet. Zone 0 ist wirklich das Beste im Spiel. Schaut euch das allein mal an. Ja. Ich bin super gespannt. Auch von der Story, wie es weitergeht. Und jetzt genießen wir es einfach. Ich hoffe, für euch ist die Musik jetzt ein bisschen lauter. Aber für mich ist sie schon sehr leise. Von daher glaube ich nicht, dass sie für euch wirklich laut ist. Deswegen in der letzten Folge, wenn ich dann gedacht habe, habe ich euch den Soundtrack, dieses Theme, verlinkt. Da könnt ihr es euch dann anschauen. Heißt Area Zero Theme. Ah, hier sind wir richtig, oder? Genau, das ist jetzt eine so eine Station. Ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen und wie lange es noch geht, das Spiel. Das muss eines der Gebäude sein, von denen die Professorin gesprochen hat. Wir müssen ja eigentlich noch das blaue Tor aufmachen und ich glaube, auch fürs Grüne haben wir noch nicht. Ist auch noch nicht offen. Das heißt, wir müssten eigentlich noch Pfähler finden. Ich weiß aber nicht, wo die sind und ob neue gespawnt sind. Das ist halt das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, was wir eigentlich noch machen müssen. Ich hoffe, die Facecam passt. Stimmt. Wie hießen die noch gleich? Konservenrationen. Observationsstationen. Ich weiß nicht, ob die feste Position haben oder ob ich einfach nochmal durch die Map fliege und einfach die privat suche. Wahrscheinlich eher so, dass ich einfach privat rumfliege und diese Pfähler oder beim Pokédex füllen. Das mache ich ja wahrscheinlich offcam. Aber wenn die Tore sich öffnen, das machen wir natürlich dann onscreen. Gucken uns die Pokémon an. Wobei ich da leider jetzt auch schon ein paar gesehen habe. So. Schwer sich von Spoilern eben frei zu halten. Wow, du hast ein echt gutes Gedächtnis, Cosima. Wie? Also so kompliziert war das Wort jetzt auch wieder nicht. Konservenration. Lumi. Was kommt denn da an? Das haben wir schon mal gesehen. Ich glaube sogar in der Pokémon-Liga. Ich glaube sogar gegen den Champ. Das sieht aus wie ein Pokémon der Nummer 1. Genau. Kommt das dann etwa auch aus dem Schlund? Los, Nico, das nehmen wir uns gemeinsam vor. Oh, nice. Ein Kampf mit ihr. Ein Doppelkampf mal wieder. Hoffentlich. Schön. Lange nicht mehr gehabt. Nice. Okay. Was ist das für ein Typ? Ich weiß es gar nicht mehr. Level 62. Nicht schlecht. Wasser ist effektiv. Pflanze? Sieht jetzt eher nicht nach Pflanze aus, aber okay. Das ist hier auch ein spezielles Battle-Theme. Auch eben Area Zero Battle-Theme. Das haben wir noch nicht ganz gehört. Bockt aber auch sehr. Es ist im Prinzip die gleiche Melodie von dem normalen Theme. Aber ein bisschen lockerer, ein bisschen leichter, sag ich mal. Passt gut. Eine gute Mischung aus melancholisch und Kampf. Oh, wenn ich das schon höre, die Mucke. Ich frage mich, ob es hier noch mehr seltene Pokémon gibt. Oh ja, stimmt. Ihr seid jetzt schon eingeschüchtert. Pah, das war erst der Anfang. Ihr habt noch gar nichts davon gesehen, was Zone 0 so alles bereithält. Vielen Dank für diese überaus einfühlsame Warnung, Senior Pepper. Ich habe auch gesehen, es soll angeblich, glaube ich, eine besondere Hariyama-Form hier geben. Na na, Kinderchen, nicht streiten, los, lasst uns in die Observationsstation gehen. Boah, ich habe gerade so keinen Bock auf die Dialoge. Ich will einfach nur
geile Pokémon sehen und die Mucke genießen. Aber natürlich interessiert mich die Story schon. Klar. Deswegen sind wir hier. Okay, das ist jetzt hier die erste Observationsstation. Koraidon können wir immer noch nicht hier reiten. Geht bestimmt noch, aber wahrscheinlich erst später. Wir gehen erstmal drumherum. Wobei man natürlich hier, ich denke, man kann das noch im Nachhinein erkunden mit Koraidon, und dann wird es natürlich schneller gehen. Deswegen, ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist, jetzt hier zu erkunden. Kommen wir da durch? Ja. Hätte ich gar nicht gedacht, dass man da durch kann. Boah, Kramor ist echt riesig auf der Map. Boah, diese Stimmen. Jetzt kommt das Beste. Oh. Die hohen Stimmen. Wahnsinn. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir diese Musik hören, werde ich immer wieder aufs Neue begeistert sein. Aber den ersten Moment, wo ich das gehört habe, werde ich nie vergessen. Letzte Folge, da habe ich ja... Da war ich ja wirklich sprachlos. Da habe ich einfach nur... Ich konnte nicht reden, wirklich. Das hat mich umgehauen. Das hatte ich auch noch nie, glaube ich, in einem Spiel, dass mich Musik so fasziniert hat. Die Videospielmusik. Wow, sind das antike Ruinen? Dafür sieht das hier doch viel zu neu aus. Das ist ein Bett. Ihr habt es also unbeschadet zur ersten Observationsstation geschafft. Wahrscheinlich sind die einfach in so einer Wendeltreppe nach unten immer wieder verteilt. Und unten ist sie dann. Diese Einrichtung wurde vor 87 Jahren als Basis für die Erforschung von Zone 0 gebaut. Deswegen gibt es hier also ein Bett. Sieht aber jetzt nicht so bequem aus, muss ich sagen. Wenn wir erschöpft sind, können wir uns hier ausruhen. Alle in dem Bett? Also eine Mila okay, aber... Pepper? Nee. Das sieht aus wie so ein Steinbett. Sieht ultra schlimm aus. Also dann, Nico. Bitte nutze die Schalttafel in der Mitte, um das erste Schloss zu öffnen. Okay. Mach ich gleich. So. Hier kann man anscheinend dann heilen, denke ich mal. Klingt so. Ein mobiler Pokécenter. Hier wird es wahrscheinlich keine Pokécenter geben. Das ist viel zu gefährlich. Für die Angestellten. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts mehr. Kann man eh nicht wirklich ändern. Let's go. Labor 0. Jo. Beep. Das Schloss wurde in der Regel noch 3 von 4 Schlössern aktiv. Gut gemacht. Ich dachte, man muss irgendwie ein Rätsel oder so lösen. Bitte fahrt nun mit den bleibenden Observationsstationen fort. Oh, jedes Mal, wenn die Stimmen anfangen. Es gibt ja quasi am Anfang kommen die Stimmen. Dann kommt quasi der Hauptbeat und dann nochmal die Stimmen. Ich glaube, zu Ende habe ich es noch nie ganz gehört, weil ich immer wieder geskippt habe quasi zum Anfang. Der labert über seine Mutter. Aber jedes Mal, wenn die Stimmen kommen... Boah. So. Ja, Cosima und Pepper reden über Peppers Mutter. Aber ich kann die Dialoge nicht verfolgen. Viel zu schnell. Und so wie das aussieht, ist Zone 0 wirklich... Also, beziehungsweise geht das hier sehr tief noch. Unten ist ja so Schleier. Das ist ja alles hier noch... Wir sind ja noch sehr weit oben. Das erinnert mich ein bisschen an den... Oh, wie heißt der? Reizschöner Wand. Der... Waldschrein? Ich glaube einfach nur... Nee. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall bei Zelda Skyward Sword... Wo es ja auch in Wendeltreppenform runtergeht quasi. Wo dann diese Bestie da unten ist. Die schwarze mit den Zähnen. Das erinnert mich sehr an diesen Ort irgendwie. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt doch erstmal recht straight runter. Und werden dann, wenn wir fertig sind, einfach nochmal hier richtig schön erkunden. Mit Koraidon dann, weil ohne Koraidon macht das wenig Sinn, glaube ich. Die sind auch viel zu langsam. Mortineva, okay. Das wäre lustig, wenn wir hier einen Shiny finden würden. Ja, das macht jetzt noch keinen Sinn, hier groß zu erkunden. Das ist echt viel größer und ausführlicher, als ich dachte. Krass. Ist das ein Item da hinten? Ja. Krass, das hat man schon von voll weit weg gesehen. Was ist da unten? Ah, machen wir so eine Station. Okay, jetzt geht's. Ist hier der Weg nach unten?
Boah, ist aber steil. Leute, könnt ihr da nicht einfach runter? Schlittern. Oha. Okay. Kann man da auch wieder hochlaufen? Oder braucht man Korridor? Nee. Geil, wir kommen also nicht mehr hoch. Ja, da muss man ja von hier die anderen drei Stationen erreichen können. Da ist noch einer. Boah, bin ich erschrocken. Gar nicht gesehen. Okay, wahrscheinlich unter uns ist noch einer. Ansonsten ist da ja nur Nebel, ne, da unten. Hier. Was da wohl sein wird? Wahrscheinlich eine ganz andere Landschaft. Keine Ahnung. Schwer zu toppen, sag ich mal. Bin gespannt. Okay, zweite Station. Na, endlich. Die zweite Observationsstation. Puh, lasst uns drinnen erstmal eine Pause einlegen. Du hast echt null Kondition. Das hätte ich irgendwie nicht erwartet, Schulsprecherin. Warum nennt er sie Schulsprecherin? Ich stecke voll Überraschung, was? Es war kein Kompliment. Warum nennt er sie nicht eine Miele? Leute. Ja. Ah, ein Pummeluff. Es gibt ja also auch Pokémon, die man von draußen kennt. So habe ich Pummeluff nicht in Erinnerung. Aber das ist jetzt, glaube ich, das erste von diesen Paradox-Pokémon. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Aber Pokémon, die man kennt, nur halt einfach umgestaltet. Aber ich glaube, das sind dann ganz eigene Pokémon. Oder sind das spezielle Formen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Pummel. Oh, wie süß. Das ist kein normales Pummeluff. Sieht aber voll cool aus, mit diesen goldenen Augen. Ich finde die Idee nice, einfach alte Pokémon umzumodellieren. Pummel, uff. Was? Es will kämpfen, hilf mir. Okay, Doppelkampf mit Cosima. Ich bin gespannt, wie es heißt. Wenn es Pummeluff heißt, dann ist es eine Form. Aber ich schätze mal, es heißt anders. Wahrscheinlich Fummelpuff. Fummelpuff? Ach du Scheiße, das klingt da übelst sass. Bei Pummeluff, wenn man P und F vertauscht, das ist ja das klingt ja ultrasass, das war jetzt nicht gewollt. Fummelpuff, ach du Heilige. Ja, es ist tatsächlich. Lol. Es ist. Hä? Das Pokémon heißt Brüllschweif? Krass. Ja, es ist ein ganz eigenes Pokémon. Es hat nichts mit Pummeluff zu tun, ist aber natürlich klar angespielt. Wie das Tentagra. Na, das ist ja auch klar an Tentacher angelehnt, ist aber kein Tentacher. Hat nichts mit dem Pokémon zu tun an sich. Ich weiß jetzt nicht, ich denke, es ist auch Fee. Ich probiere jetzt einfach mal Next Strike. Und gebe mal Brüllschweif ein und gucke mir mal den Eintrag an. Okay, das war nicht effektiv. Brüllschweif ist ein Pokémon mit dem Typ Fee und Psycho. Hat keine Entwicklung. Ist ein ganz eigenes Pokémon. Ja, krass. Krass. Liebe ich. Finde ich super geil. Alte Pokémon einfach nochmal richtig modifizieren. Ich meine, bei ihm, okay. Das ist schon. Da wurde jetzt nicht so viel modifiziert. Ja, wobei. Naja, nee. Eigentlich passt. Okay, aber er hält anscheinend einiges aus. Oder wir haben einfach scheiß Attacken gegen ihn. Sehr, sehr interessant. Ich bin echt gespannt, wie viel es da gibt von diesen Paradox-Pokémon. Wobei jetzt hier bei PokeWiki nicht stand, dass es ein Paradox-Pokémon ist. Ich weiß nicht, sind Paradox-Pokémon quasi eine eigene Gruppierung oder... Keine Ahnung. Ich hoffe, es wird gleich erklärt. Ich weiß auf jeden Fall, Botogel, glaube ich, hat auch noch eine... Also mit dem wurde quasi auch noch was gemacht. Was war das eben? Mir ist fast das Herz stehen geblieben. Für einen Pummeluff war das ganz schön aggressiv, findet ihr nicht? Aber hallo. Der Schreck hat sich bestimmt ein paar Jahre meines Lebens gekostet. Los, gehen wir rein. Als ob. Als ob man deswegen jetzt früher stirbt, wegen Herz oder so. So ein Quatsch. Okay, ja. Wir gehen rein. Was? Cosima.
Cosima war einfach schon drin. Diese Station sieht ja genauso aus wie die erste. Ja, die Mitarbeiter von Game Freak hatten keinen Bock mehr. Naja, hier sollten wir zumindest vor wilden Pokémon sicher sein. Aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. Also die Räume finde ich sogar ganz gut, dass die einheitlich sind. Was war das überhaupt für ein Pokémon eben? Echt seltsam. Was hier in Zone 0 wohl sonst noch für Pokémon leben? Da bin ich sehr gespannt. Das beschäftigt mich auch. Vielleicht gehört es ja zu diesen hier. Jetzt kommt's. Was ist das für ein Buch? Die Monster von Zone 0. Sonderbare Pokémon bevölkern Zone 0. Wir stiegen tiefer hinab und erblickten riesige Wesen von großer Brutalität. Ja, das kennen wir schon, den Text. Aber stimmt, Riesenzahn ist ja auch so ein Kandidat, ne? Mit Donphan. Und da gibt's ja, das ist ja anders in Pokémon Purpur. Ich hoffe, man kriegt den Pokédex-Eintrag irgendwie. Ich weiß echt nicht, wie das funktionieren soll, weil wie soll man die Herrscher, also die Riesenzahn fangen? Den muss es ja irgendwo dann wild geben, kann ich mir aber nicht vorstellen. Durch Zufall gelang, ja genau. Die Monster von Zone 0. Das war also gar kein Pokémon? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Naja, doch, es ist ein Pokémon. Haben wir ja gerade gesehen. Achso, im Poké-Wiki. Was denkst du, Nico? Ja, es war auf jeden Fall kein gewöhnliches Pokémon. Verstehe, es stimmt schon, dass es recht anders aussah. Selbst im Pokédex ist mir sowas noch nie untergekommen. Es ist wohl an der Zeit, dass wir uns unterhalten. Okay, bitte klär uns auf. Professor. Einige der Lebewesen, die hier in Zone 0 leben, sind Pokémon aus der fernen Vergangenheit. Oh. Pokémon aus der Vergangenheit? Ah, das könnte sein, dass Brüllschweif in Pokémon Purpur zum Beispiel, ja, anders aussieht. Ich weiß, dieses Protokoll, was ich am Thumbnail gesehen habe von Nintendo, sah eher so futuristisch aus. Und ich glaube, boah, das ist seltsam, aber ist dann Brüllschweif, gibt es eine andere Form oder ist es dann ein ganz neues Pokémon? Oh, jetzt habe ich mich schon spoilern lassen von einem anderen Paradox-Pokémon. Aber die müssten sich ja die Pokémon ähneln. Das heißt, das, was wir jetzt gesehen haben, Brüllschweif, müsste in Purpur dann eine andere Art Pummeluff sein. Aber es sind zwei ganz verschiedene Pokémon. Okay. Pokémon aus der Vergangenheit. In Purpur wird es dann in die Zukunft sein. Echt jetzt abgefahren. Aber jetzt spielt endlich mal das Thema Zeit eine Rolle. Nein, das ist vollkommen unmöglich. Das Labor 0, in dem ich mich gerade befinde, verfügt über eine Zeitmaschine. Sie transportiert Pokémon aus der Vergangenheit hierher. Dann könnten wir ja auch die Zukunftsdinger sehen, ne? Mama, heißt das, woran du so lange geforscht hast? Du hast es wirklich geschafft? Ja, doch die Folgen waren fatal. Was? Mit dieser Zeitmaschine, kann man damit auch in die Vergangenheit reisen oder so? Ja, theoretisch ist das möglich. So könnten sich Arena-Rematches erklären, theoretisch. Aber naja, das kann auch eine andere Erklärung haben. Doch Lebensformen wie Menschen könnten dann nicht mehr in die Gegenwart zurückkehren. Dann verzichte ich lieber, ja. Mom. Was willst du mit uns hier in Zone 0? Weißt du, Peppa? Wenn möglich, würde ich dir darüber lieber von Angesicht zu Angesicht mit dir sprechen. Du wirst es besser verstehen, wenn du die Situation mit eigenen Augen sehen kannst. Okay, boah. Nun, Nico, bitte nutze die zentrale Schalltafel, um das nächste Schloss zu entriegeln. Ja, und immer mehr habe ich auch das Gefühl, dass Antiqua böse ist. Das ist eigentlich schon sicher, habe ich ja schon bei Nintendo gesehen. Bei ihm natürlich der andere Professor. Gut gemacht. Bitte fahrt nur mit den verbleibenden Observationsstationen fort. Nico. Peppa. Dieses Buch, das wir mitbringen sollten, es hat bestimmt was mit der ganzen Sache hier im Schlund zu tun. Ich glaube, bei dir ist es besser aufgehoben. Von mir erwartet sie ja eh nichts. Okay, danke. Sieht ziemlich nice aus. Ein Bericht über eine Expedition im Schlund von Paldea, an der Verfasser Alondo teilnahm. Auf den Einband ist recht unbeholfen der Name Antiqua gekritzelt. Alondo? Alondo? Du machst das schon. Wer ist Alondo? Können wir das irgendwie lesen oder so? Ich weiß nicht, in welcher Tasche das sein könnte. Schatztasche vielleicht?
Aber hier sind eher so wertvolle Sachen. Das hier, ne? Ja. Karmesinbuch. Einsetzen. Okay. Ah, kann man anscheinend nicht lesen. Okay. Spannend. Also diese Paradox-Pokémon, das interessiert mich sehr. Bin ich sehr, sehr gehypt. Was es da noch für coole Abwandlungen gibt. Hab gerade schon in PokeWiki leider mich spoilern lassen. Aber ich sag euch noch nicht, was es war. Genau, Farigiraf ist ja auch so ein Kandidat. Der ja auch ganz klar... Ja, wobei es ist ja einfach nur eine Weiterentwicklung. Das hat ja eine Verbindung. So, eine Mila redet gerade mit Pepper anscheinend. Du meinst deine Eltern, Mutter und Vater. Okay, die reden, ich mache hier glaube ich alle Deep Talk gerade über Familie und so. Da könnte ich auch mitreden. Aber ich will gerade richtig geile Pokémon sehen. Und jetzt sind wir glaube ich, ja, auf der untersten Etage. Also über dem Nebel noch. Was macht das Enteron? What the fuck? Aeroas. Die Enterons sind total entgeistert hier. Okay, da ist abgesperrt, also wir kommen da noch nicht rein. Wahrscheinlich müssen wir hier irgendwie außen rumlaufen. In der Richtung, da ist ja die nächste Station. Denke ich mal. Ja, ich denke, man kommt hier rum. Ja. Ich denke, vor der Observationsstation wird nochmal ein Paradox-Pokémon kommen. Hoffe ich. Mach das doch mit jedem Pokémon. Ich find das geil. Es ist im Prinzip ja nichts anderes als eine Regionalform oder so. Einfach ein bekanntes Modell nehmen und ein bisschen ändern. Aber Pummeluff zum Beispiel war ja schon recht stark modifiziert und das finde ich eine super Idee. Ist jetzt keine, also die Idee an sich ist jetzt nichts Krasses so. Muss man kein Genie sein, um drauf zu kommen, aber ich finde es spannend. Da wären wir, die nächste Observationsstation. Puh, dann können wir uns ja kurz ausruhen. Irgendwas wird uns doch bestimmt gleich wieder zur Kleinholz verarbeiten, garantiert. Aha, Cosima, du machst dir einfach viel zu viele Sorgen. Hm? Ah, da kommt eins. Oh! Ja, okay. Riesenzahn. Siehst du? Moment mal, das sieht ja aus wie das Herrscher-Pokémon von neulich. Neulich, ist schon eine Weile her. Also war es ein Pokémon aus der Vergangenheit? Hast du etwa schon mal gegen so ein Pokémon gekämpft, Pepper? Es sieht wahnsinnig stark aus. Und damit ist eigentlich auch die Theorie belegt, dass in Purpur das andere Formen sind. Aber ich hoffe, dass wir die Purpur-Form hier noch irgendwie sehen können. Nicht, dass ich die tauschen muss. Das wird doch keiner tauschen. Keine Sorge, überlass das Herrscher-Pokémon ruhig Nico Dunkel und mir. Ja, das kennen wir ja. War sehr stark, das Ding. Ist ein sehr starkes Pokémon. Boden. Und ja, dann denke ich doch, dass man das hier fangen kann. Jetzt ist es natürlich auch klein, aber immer noch natürlich riesig. Sehr imposantes Pokémon. Vom Design. Sollten wir aber ganz gut hinkriegen. Mit Mastiffioso. Fruststampfer, okay. Die Attacke hatten wir auch mal. Ah, die trifft beide Pokémon anscheinend. Wow, Mastiffioso. Ich habe gar nicht gesehen, was das für eine Attacke war. Stark. 73 für Granfugita. Ja, geschafft. Vielleicht kann er das Herrscher-Pokémon, das wir auf unserer Suche nach den Geheimgewürzen gesehen haben, auch aus zum Null. Oh, dann habt ihr es also außerhalb des Schlunds auch schon getroffen, ihr Glückspilze. Von wegen, wenn so ein Pokémon aus der Vergangenheit in Paldea rumspaziert, haben wir ein Riesenproblem. Das stimmt. Hat Professor Antiqua da kein Auge drauf? Sollte sie das nicht verhindern? Was macht sie bloß? Ja, was macht die ach so perfekte Professorin nur? Nico, lass uns endlich reingehen. Guck mal schnell, wie lang die Folge ist. Okay.
5 Minuten machen wir noch. Ich denke, ich nehme dann heute nach langer Zeit mal wieder 2 Folgen hintereinander auf, weil das super spannend ist. Das macht richtig Spaß. Ich muss schon sagen, die letzten Folgen und so mit der Erkundung und so, das war schon einschläfernd ein bisschen. Hier ist die dritte. Geht's allen gut? Braucht jemand von euch eine Pause nach dem ganzen Herumlaufen und Kämpfen? Fühlst du dich nicht gut, Cosima? Oh doch, alles in Ordnung. Mir geht nur diese Zeitmaschine nicht aus dem Kopf. Die Pokémon hier in Zone 0 sind aus der Vergangenheit hergekommen, richtig? Kann es dann nicht sein, dass Koraidon auch aus der Vergangenheit stammt? Ja. Oh ja. Richtig. Das wissen wir aber schon. Irgendwie hat es ja schon was Antikes an sich. Das klingt echt plausibel. Oh, da fällt mir ein. Pepper, ich wollte dich schon die ganze Zeit was fragen. Du hattest damals den Pokéball von Koraidon und du wusstest über seine Formen Bescheid. Du weißt doch bestimmt noch mehr. Ah, hätte ich mir denken können, dass du dich an solche Details erinnerst. Na gut, ich erzähle euch, was ich weiß. Dieses Pokémon, ich meine Koraidon, meine Mutter hat es damals während ihrer Arbeit an der Zeitmaschine entdeckt. Ab hier sollte wohl ich das Antwort übernehmen. Professor, das Koraidon, das ich dir anvertraut habe, Nico, es war das erste Pokémon, das ich mit der Zeitmaschine aus der Vergangenheit hierher transportieren konnte. Wusste ich's doch. Ich analysierte seine genetischen Daten und seine Verhaltensmuster. So kam ich zu dem Schluss, dass es sich um eine urzeitliche Form des heutzutage existierenden Reit-Pokémon... Ah, Mopex handeln muss. Stimmt, Mopex sieht relativ futuristisch aus. Stimmt, sie weisen gewisse Ähnlichkeiten auf. Viele andere Pokémon sind seitdem durch die Zeit hierher gereist. Es gelang mir jedoch nie mehr als 2 Exemplare von Koraidon in unsere Zeit zu holen. Ja gut, mit Exemplare meinst du wahrscheinlich Koraidon und Miraidon. Nicht zweimal Koraidon, weil ein legendärer Pokémon gibt es nur einmal. Wie jetzt? Du meinst, es gibt hier irgendwo noch so ein Ding? Ja, aber halt Miraidon. Oh, was ist, wenn sie eine Familie sind? Und das andere irgendwo in Zone 0 auf unser Koraidon wartet? Steht uns ein emotionales Wiedersehen bevor? Ganz bestimmt. Wer wäre nicht glücklich, die Chance zu haben, seine Familie wiederzusehen? Familie? Ja, wer würde sich nicht freuen? Wie dem auch sei, Nico. Bitte nutze die zentrale Schalltafel, um das nächste Schloss zu entriegeln. Okay. Ich würde fast jetzt schon die Folge beenden. Ja, ich drücke den Knopf noch. Das letzte machen wir dann in der nächsten Folge. Das ist die letzte Station. Das Schloss wurde entriegelt. Noch eins. Gut gemacht. Bitte fahrt nun. Ja, ja. Ich glaube, wir haben noch nicht ganz 30 Minuten. Aber müssen wir auch nicht. Ich beende jetzt die Folge, damit ich jetzt noch eine aufnehmen kann. Ja, ich gehe jetzt keinen Schritt weiter. Aber ich werde mein Team, beziehungsweise ich werde hier die Reihenfolge ändern. Ich werde Friedwurf mal vortun. Ja. Und beende damit hier die Folge. Leute, das war's von der Folge. Und übrigens, schaut mal hier kurz an, diese Höhle da. Da geht's wahrscheinlich weiter. Das war's von der Folge. Total spannend. Ich bin echt gespannt, Leute. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Wir sehen uns. Bis dann, macht's gut und ciao.